Hallo, ich bin's wieder, Ansu. Ich gehe jetzt gleich noch mal ein paar Unterlagen abgeben wegen meinem ganzen Auslandsstudium-Krams und deswegen wollte ich euch einfach mal auf dem Laufenden halten, was ich diesmal denn so Schönes für Unterlagen ausfüllen musste. Ich habe euch ja bereits erzählt, dass es jetzt sozusagen mehr oder weniger offiziell ist, dass ich nach Japan gehen darf, aber irgendwie halt auch nicht. Und ich musste ja jetzt sozusagen noch ein paar Unterlagen ausfüllen, die an meine Uni in Japan dann direkt gehen, beziehungsweise die halt auch dafür da sind, dass ich sozusagen ein Visum beantragen darf. Netterweise habe ich von meiner Uni in Japan auch so eine schöne Checkliste bekommen, damit ich auch keine Unterlagen vergesse. Ich habe jetzt gerade alle zusammengestellt und gehe dann gleich die einfach noch abgeben. Vorher wollte ich das mit euch einfach noch mal kurz durchgehen. Und zuerst gab es ein Formular, das heißt Special Auditing Student Application for Admission. In dem Formular geht es eigentlich nur um so ein paar persönliche Daten. Also man muss sozusagen angeben, wie man heißt. Das muss man lustigerweise in der Muttersprache angeben. Dann in Englisch sozusagen und nochmal in Katakana schreiben. Und mein Nachname mit Katakana schreiben ist immer sehr schwierig, aber ich habe irgendwann mal meine Japanischlehrerin glücklicherweise gefragt gehabt, weil alleine hätte ich das, glaube ich, nicht hinbekommen, weil Nachnamen in Katakana schreiben ist schon echt hart. Also Vornamen gehen immer noch. Es gibt auch Nachnamen, da ist das kein Problem, aber es gibt viele Nachnamen, da ist das nicht so einfach. Und dann muss man halt noch angeben, aus welchem Land man kommt und von welcher Uni man kommt. Dann, wie lange man sozusagen an der Uni in Japan sein wird und was für Kurse man belegen möchte. Außerdem musste man noch angeben, was man bisher sozusagen für eine schulische Laufbahn hinter sich hat. Und man musste dann noch angeben, ob man schon Vorkenntnisse hat, was die japanische Sprache betrifft. Und einen Notfallkontakt musste man angeben. Und das war es dann in dem Formular auch schon. Als nächstes gab es dann hier noch so ein Recommendation for Special Auditing Student Form. Das fülle ich nicht aus, das wird nochmal vom Akademischen Auslandsamt sozusagen ausgefüllt. Da müssen die dann einfach nochmal begründen, warum ich sozusagen ausgewählt wurde. Danach musste ich dann eine Notenübersicht von meinem aktuellen Studium sozusagen beifügen und das Ganze auf Englisch. Lustigerweise war das gar nicht so einfach. Also ich hatte erst online bei uns geschaut, aber online findet man die Notenübersicht nur auf Deutsch. Dann habe ich bei meinem Prüfungsamt nachgefragt, ob es sowas denn vielleicht auf Englisch gibt. Mein Prüfungsamt hat mir irgendwie gesagt, dass es das wohl nicht gibt. Und als ich dann aber mein vorläufiges Bachelorzeugnis beantragt habe und das dann bekommen habe, habe ich irgendwie eine Notenübersicht auf Englisch mit dazu bekommen. Ich habe das Ganze dann nicht weiter hinterfragt, weil ich mir dachte, okay, Hauptsache, ich habe die Notenübersicht in Englisch. Aber im ersten Moment dachte ich mir schon so, warum haben sie mir gesagt, dass es das nicht gibt, wenn es das dann irgendwie doch gibt? Aber ich habe da nicht allzu viel drüber nachgedacht. Prüfungsämter sind nämlich immer schon ziemlich lustig. Da würde ich euch einfach raten, fragt bei eurem Prüfungsamt nach, nervt ihn ein bisschen. Wahrscheinlich scheint es sowas ja offiziell zu geben, nur irgendwie wissen die Prüfungsämter halt manchmal selbst nicht so richtig Bescheid. Aber für den Notfall ist es auch so, dass es an meiner Uni zum Beispiel eine Stelle gibt, wo man hingehen kann und sagen kann, hier, ich möchte dieses Formular gerne übersetzt haben. Und dann übersetzen die einem das sozusagen. Um das Ganze muss man sich aber relativ frühzeitig kümmern, denn es dauert nämlich eine Weile, bis die das übersetzt haben. Oder halt für den Notfall kann man das immer noch selbst übersetzen. Da hatte ich auch nachgefragt, ob das in Ordnung wäre. Und da wurde mir auch gesagt, so ja, im Notfall ist das auch kein Problem, wenn man das selbst übersetzt. Und dann musste ich ein Essay schreiben. Es gab da so ein paar Themen, die vorgegeben waren und die habe ich halt einfach durchgearbeitet. Man durfte das Essay auf Englisch oder halt wahlweise auf Japanisch schreiben und ich habe es erst auf Englisch geschrieben, habe mir dann aber gedacht, irgendwie wäre es halt schon cooler, wenn ich das auf Japanisch mache und ja, wie ihr seht, habe ich es geschafft, das wirklich auf Japanisch zu schreiben. Es sind ungefähr so anderthalb Seiten. Ich bin irgendwie sehr stolz auf mich, dass ich so anderthalb Seiten Japanisch geschrieben habe. Natürlich hatte ich ganz viel Hilfe von meinen Tandempartnern. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass sie mir da geholfen haben, weil alleine hätte ich das nicht so gut hinbekommen. Vor allen Dingen, was die ganzen Kanji angeht, bin ich da immer noch nicht so sicher. Aber ich bin eigentlich ziemlich stolz, dass das so relativ gut geklappt hat. Als nächstes brauchte man dann ein Certificate of Health, also das ist sozusagen ein Gesundheitszertifikat. Damit bin ich einfach zu meinem Arzt gegangen und habe ihn das sozusagen ausfüllen lassen.
Die wollten dann, dass man da relativ viele Tests macht und teilweise fand mein Arzt die halt nicht so notwendig. Deswegen habe ich da auch nochmal rückgefragt und musste dann halt auch nicht alle Tests machen. Was vor allen Dingen auch für meinen Geldbeutel, glaube ich, eine ziemliche Erleichterung war, sag ich mal. Das waren sozusagen die Dokumente, die vor allem für die Uni wichtig sind. Und dann gab es, wie gesagt, noch Dokumente, die dann dafür da sind, dass man nach Japan einreisen darf, also dass man sozusagen ein Visum bekommt. Da gibt es dann so ein Formular mit irgendwie 5 Seiten, was sich Application for Certificate of Eligibility nennt. Also sozusagen, das ist ein Formular darüber, dass man auf legalem Weg nach Japan einreisen darf. Bei dem Formular gab es so einige Stolpersteine, sag ich mal. Also als erstes war, ist mir beim Ausfüllen dieses Formulars aufgefallen, verdammt, ich brauche einen Reisepass. Ich habe bisher überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass wenn ich nach Japan möchte, ich ja einen Reisepass brauche. Weil innerhalb von Europa, wo ich bisher größtenteils gereist bin, da braucht man halt nur einen Personalausweis und dann läuft es. Aber Japan ist ja ein bisschen weiter weg, also habe ich erstmal direkt einen Reisepass beantragt. Glücklicherweise habe ich alle Nummern und Daten, die ich für das Formular brauchte, direkt bekommen. Nur halt eine Fotokopie von dem Reisepass kann ich noch nicht abliefern. Habe ich aber auch einfach bei meiner Uni in Japan sozusagen danach gefragt und die meinten, es ist in Ordnung, wenn ich erstmal eine Kopie von meinem Personalausweis schicke und dann, sobald ich den Reisepass habe, die sozusagen nachreiche. Das nächste ist dann, dass man schon ausfüllen musste, wann und wo man denn in Japan ankommt. Und ich habe bisher halt noch keinen Flug gebucht und nicht, weil ich erstmal das offizielle 100%ige Okay haben möchte, bevor ich das mache. Und da wurde mir dann einfach gesagt, ja, trag so ein ungefähres Datum ein und gib den oder den Flughafen an. Und wenn sich das nochmal ändert, ist das nicht so schlimm. Ich fand das auch sehr lustig, dass es zwar einerseits ziemlich offiziell scheint, aber die dann doch relativ flexibel da noch sind, wenn sich da nochmal was ändert. Aber ich habe schon versucht, es so einzutragen, wie ich denke, dass es wahrscheinlich sein wird. Und was ich sehr cool fand, ist, dass man angeben kann, ob man vom Flughafen abgeholt werden möchte oder nicht. Und da habe ich natürlich Ja angekreuzt. Ich glaube, ich werde mich nämlich erstmal ziemlich umschauen, wenn ich in Japan ankomme. Und da bin ich doch sehr, sehr froh, wenn dort jemand ist, der mich sozusagen abholt und mich erstmal irgendwo hinbringt und mir sagt, so hier, da musst du hin und das musst du jetzt machen. Und ich glaube, das wird eine ziemliche Erleichterung sein. Ansonsten gibt man hier halt auch nur nochmal an, was man aktuell eigentlich macht. Dann, was man in Japan machen will und was man macht, wenn man sozusagen wieder aus Japan zurückkommt. Man gibt dann auch nochmal ein bisschen was zu seinen Sprachkenntnissen an und vor allen Dingen muss man hier auch angeben, wie man die ganze Sache finanziert. Dann gibt es dann die Möglichkeit, dass man sozusagen privat finanziert wird, also von jemandem hier aus Deutschland. Man kann auch ankreuzen, dass man von jemandem in Japan finanziert wird. Dann kann man ankreuzen, dass man über Stipendien finanziert wird oder irgendwelche anderen Förderungen. Also da gibt es dann ganz viele Auswahlmöglichkeiten, wo man dann erstmal gucken muss und das Richtige angeben muss und dann alles richtig ankreuzen muss. Und ach ja. Wenn man sozusagen privat unterstützt wird, also von jemand aus Deutschland oder aus Japan Geld bekommt, dann gab es noch ein Formular, das man ausfüllen musste, in dem begründet werden sollte, warum die Person mich denn gerne fördern möchte und in welcher Weise sie das denn kann bzw. machen würde. Also man musste auch direkt angeben, das passiert über eine monatliche Überweisung per Online-Banking oder sowas. Das musste man halt wirklich direkt angeben und dann halt auch die Höhe der Förderung, also wie viel man denn im Monat dann von dieser Person bekommt. Und dann musste diese Person auch nochmal nachweisen, dass sie denn auch genug Geld dafür hat. Das letzte Formular ist dann noch das Resident Application Form, das sozusagen dafür da ist, dass ich halt mich für einen Wohnheimplatz bewerbe. Und das war eigentlich auch ganz easy auszufüllen, also einfach nochmal angeben, warum ich denn eigentlich einen Wohnheimplatz brauche und wo ich denn jetzt wohne, wie lange ich den Wohnheimplatz brauche. Dann muss man noch ganz viele Bilder mit abgeben. Passbilder wollen die gefühlt irgendwie 3-4 Stück haben. Also auf jedem Formular muss eins drauf sein und irgendwie wollen sie nochmal extra welche haben und ach, keine Ahnung. Aber ich habe glücklicherweise noch welche gehabt. Ja, genau. Und ich gehe jetzt sozusagen zum akademischen Auslandsamt und werde die ganzen Unterlagen abgeben. Beziehungsweise schmeiße ich die da in den Briefkasten.
Und dann werde ich sehen, wie lange es dann dauert, bis ich dann mein offizielles, hundertprozentiges Okay bekomme. Aber ja. Und dann habt ihr mal wieder gesehen, wie viel Papierkram so ein Auslandssemester-Zeugs eigentlich ist. Wenn es noch irgendwie Fragen zu irgendwas gibt, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn euch das irgendwie geholfen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Yay!